Mein Name ist Benita Menong. Ich arbeite in der Stadtverwaltung in Neuruppin im Amt für Bildung und Soziales und koordiniere die Bündnisarbeit in Neuruppin. Das lokale Bündnis wurde 2004 gegründet und setzt sich aus 30 Mitgliedern zusammen. Im Bündnis sind vorrangig die sozialen Träger der Jugendarbeit und wir haben natürlich auch verschiedenste Institutionen mit dabei, wie die Sparkasse, die Polizei und einer unserer Kooperationspartner ist der Bauspielplatz. Die Kinder finden hier einen tollen Ort vor, wo sie am Nachmittag rumwerkeln können, spielen, aber auch die Tiere pflegen. Ja, mein Name ist Nico Ruhle, ich bin Bürgermeister der Fontanestadt Neuruppin und Schirmherr des Bündnisses für Familien. Ja, Familien können sich erstmal darüber freuen, dass es in Neuruppin grundsätzlich eine gute Grundlage gibt. Wir haben sehr viele, sehr tolle Spielplätze bereits, die wir auch alle erhalten wollen. So werden wir etwa unseren Bauspielplatz gern weitererhalten, da sind wir am Unterstützen und, was mir besonders am Herzen liegt, der Skaterpark. Da erkennt man bereits, wir haben den Wert von Familie erkannt. Und das wird auch mit Sicherheit nicht das letzte Projekt gewesen sein, das wir hier in Neuruppin begleiten. Unser Highlight-Projekt im Bündnis ist der Familientag. Der Familientag ist bei uns eine Traditionsveranstaltung und findet immer rund um den 15. Mai, den Internationalen Tag der Familie, statt. Für Kinder ist dieser Familientag in der Hauptsache ein buntes Treiben. Stationen aller Couleur, vom kreativen Gestalten über aktives Mitwirken bei den Gaukler-Kids. Man kann sich ausprobieren, man lernt Sachen kennen, die man sonst in der Stadt nicht so öffentlich wahrnimmt. Aber das kommt hier alles gebündelt sozusagen auf den Platz zusammen. Angehende Erzieherinnen und Erzieher machen viele Projekte mit und ein wesentlicher Bestandteil ist die Leseecke. Da sind Erzieherschülerinnen, die lesen Kindern diverse Geschichten vor. Das geht dann auch noch weiter in Projekttagen an Grundschulen bzw. gibt es Vorlesenächte. Ein Ziel des lokalen Bündnisses ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und dementsprechend unterstützt die Fontanestadt Neuruppin finanziell viele Kinderbetreuungs- und Freizeitangebote. Wir stehen den Unternehmen beratend zur Seite bei der Kita-Platzsuche, aber auch bei den Nachmittagsangeboten. Warum es sich lohnt, sich im Bündnis zu engagieren, ist zum einen, dass man als Träger noch mal ganz anders wahrgenommen wird. Es ist halt der lokale Aktionstag, wo man sich präsentieren kann. Was ist halt neu? Was kann man Neues erfahren und erleben hier in der Stadt Neuruppin? An dem Familienbündnis hier in Neuruppin schätze ich vor allen Dingen, dass hier Netzwerkpartner zusammenkommen, die unter normalen Bedingungen vielleicht gar nicht zusammenfinden würden. Also hier führen wir auch ein Stück weit einen Service durch, dass wir Institutionen zusammenbringen, die rund um die Familie sich organisieren möchten und in Zukunft hoffentlich auch noch enger zusammenarbeiten. So wollen wir etwa erreichen, dass wir noch mehr Zugang finden zu Unternehmen hier in der Region, hier in Neuruppin, auf dass Familie und Beruf noch besser miteinander vereinbar sind.